Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel mit den meisten E38-Videos. Diesen Rolls-Royce Silver Seraph, BMW E38, ist ja dasselbe Fahrzeug, besitze ich jetzt nun seit über ein Jahr. Einer meiner lieben Abonnenten fragte mich, ob ich eine Kostenübersicht für ein Jahr aufstellen könnte. Wie viel würde es denn reell kosten, wenn man sich einen E38 zulegt und den auf einer längeren Zeit fahren möchte? Dafür schildere ich heute euch meine Kostenübersicht über ein Jahr. Alle Kosten und Rechnungen, die der E38 mir bis dato verursacht hat, habe ich hier aufgelistet. Natürlich alles detailliert und per Rechnung. So, das allererste, was ich hatte, war ein Poltern vorne rechts. Und das war dann ein Querlenker, der gewechselt werden musste. Der hat 17,50 Euro gekostet. Und auf der Rechnung steht ja schon drauf, dass man eine Achsvermessung stattfinden lassen sollte. Die Achsvermessung habe ich im Nachhinein natürlich gemacht, für 60 Euro. Dann, wie ihr wisst, hat mein Wagen dieses Keilriemenpfeifen gehabt. Da habe ich die Umlenkrolle, Führungsrolle, Spannrolle, Keilriemen, Keilrippenriemen gewechselt. 60,47 Euro. Hier sind die Bauteile nochmal aufgelistet. Dann hatte ich ein Video gedreht über die Kofferraumdämpfer. Zwei Gasdämpfer, Original Stabilus. Die haben 27,40 Euro gekostet. Dann hatten wir die größte Fehlersuche bei meinem Fahrzeug, denn er sprang nicht an. Wurde auch ausgelesen. Erstmal dachten wir, dass es die Benzinpumpe war. Die Benzinpumpe ist heile. Es war der Kurbelwellensensor gewesen. Und das war die teuerste Reparatur gewesen. Von insgesamt 168,29. So, dann habe ich die Bremsbeläge selbst gewechselt. Vorne und hinten wurden dann 76,30 Euro fällig. Dann habe ich noch mein Öl wechseln lassen für 50 Euro. Und habe mir natürlich zu jedem Ölwechsel noch einen frischen Luftfilter bestellt. Für die netten 11,50 Euro. So Leute, nachdem ich jetzt alle Rechnungen durchgegangen bin, waren es insgesamt nach meiner Rechnung 471,36 Euro. War das nun alles, was ich reingesteckt habe? Natürlich nicht. Da kommen noch zusätzlich 100 bis 120 Euro für den neuen TÜV, den ich machen lassen habe. Ein paar Kosten wie Werkstattaufenthalte, da wo nicht definiert worden konnte, wo die Problematik liegt, wie zum Beispiel bei meinem Keilriemen und auch bei den Motorstartproblemen, dass es der Kurbelwellensensor war. Ich gehe nicht nur in eine Werkstatt, sondern hole mir mehrere Expertenmeinungen an und das kostet manchmal auch ein wenig Geld. Somit können wir davon ausgehen, dass roundabout für dieses Fahrzeug von mir in einem Jahr um die 700 bis maximal 750 Euro an Geld investiert worden. Notwendig gewesen wären nur der Kurbelwellensensor und aus sicherheitstechnischen Gründen der Querlenker sowie die Bremsbeläge. Alle anderen Kosten entstanden durch persönliches Wohlbefinden. So, liebe Leute, somit kann ich euch nur bestätigen, dass der E38 mit dem 728i Motor sehr kostengünstig ist. Ich würde mich allseits über ein Abo von eurerseits freuen und sehe natürlich diese Abos als eine Art Unterstützung an. Denn ohne meinen Abonnenten, der mich auf diese Idee brachte, wäre dieses Video nicht gedreht worden. Deshalb hier von ab schon mal ein riesen Dankeschön. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und bedanke mich bei euch ganz herzlich und wünsche euch angenehme E38 fahrende Tage. Euer Burning Gas Channel.